Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, oder nicht wieder, sondern wir spielen heute mal einen neuen Simulator, nämlich den Supermarket Simulator. Das ist natürlich nicht die Vollversion, die ich hier spiele. Aber wir spielen trotzdem dieses Spiel. Ich habe das auch noch nie gespielt. Ich habe es natürlich bei einem anderen YouTuber schon mal gesehen. Und ich finde dieses Spiel ganz geil und ich dachte mir, komm, mache ich doch auch mal hier ein Video dazu. Und wir sollen jetzt irgendwie hier Produkte kaufen. Und das tun wir. Wir haben 100 Dollar Startkapital. Und wir kaufen hier uns auf jeden Fall mal Eggs. Dann einmal Cornflakes sollen das, glaube ich, sein. Oder so Schokoflakes. Keine Ahnung. Und dann noch hier Brot. Ja, passt das noch? Ja, passt sogar noch. So, und das sollen wir jetzt kaufen. Okay, passt nicht. Und nee, nicht rausgehen. Ja gut, dann kaufen wir das halt so. Zack. Gut. Pick up the boxes just arrived. Okay, also diese Boxen sollen wir jetzt hier dann reinpacken. Okay. Throw the box into trash. Habe ich gemacht. Set the price of the product. Ja, mache ich gleich, wenn ich hier die Dinger hingestellt habe. Also jetzt sollen wir das hier alles erstmal reinpacken und dann ja, ihr wisst, was ich meine, dann den Preis hier machen. Ah, und der Marktpreis ist 2,38. Dann machen wir doch auch 2,38. So. Hier, oh. Was? Warum kosten die denn 6 Dollar? 6 Dollar, das ist schon einiges. 6,83 meine ich. So, und die Eier, die kosten 2,61. Also 2 Dollar und 61 Cent. So, jetzt sollen wir hier den Store open. Wait for the first customer. Oha, nimmt das ja auch richtig. Das ist voll geil gemacht, muss ich sagen. Interact with the counter. Ah, und jetzt... Ah, so packe ich die drauf, okay. 7,60 €, also beziehungsweise 7,60 $. Jetzt kriegt sie Wechselgeld, also 2,40. So, perfekt. Aha, und jetzt habe ich meinen ersten Kunden bezahlt. Bezahlt? Übrigens. Und wir müssen 25 Leute noch weitere Male hier im Dingsen, bis wir dann irgendwie die nächste Aufgabe kriegen. Okay, so 4. 86, so. Oh, aha. You can take your money back by right-clicking on the bills in cash. Okay, also wenn ich rechtsklick mache, dann kann ich das Geld wieder zurücklegen, falls ich ein bisschen was zu viel bezahlt hat. Falls ich ein bisschen was zu viel bezahlt habe. Boah. Reden ist heute auch nicht mehr so gut. Ah, man sieht oben rechts auch Store Level 1. Und man sieht da auch die Uhrzeit und halt wie viel Dollar man hat. Okay. Dann können wir jetzt hier noch irgendwas machen. Wir können uns hier mal kurz umgucken. Also was kann man hier machen? Ah, hier kann man die Sachen kaufen. Hier steht gerade das die Dame hier an der Kasse ist. Ah, die hat sogar passend gehabt. Geil. Okay, also hier kann man sich dann halt Regale und Gefrierschränke oder sowas, wie auch immer man das nennt, holen. Okay. Hier gibt es doch noch irgendwas. Management. Starter Pack. Ah, das heißt, man kann hier auch noch... Oha. Okay, das ist ja cool. Man kann hier auch noch andere Dinge kaufen. Und hier seht ihr auch, More Produkte hätte ich, wenn ich die Vollversion von diesem Spiel habe. Habe ich aber nicht. Vielleicht habe ich es ja irgendwann mal. Oh, das war zu viel. 1, 2, 3. So. Okay. Jetzt haben wir schon 5 Leute hier gedingst. So. Also man kann hier für 125 Dollar sich dann Lizenzen praktisch kaufen. Um tatsächlich dann einfach mehr Produkte zu verkaufen. Ah, hier sind dann... Also hier musst du... Die Rechnungen sind dort. Okay.
Ernsthaft, du willst nur einen Cornflakes? Boah, was? 90 Wechselgeld? Wo hat denn der gewonnen? Im Lotto oder was? Warum bezahlt er so viel? Oh, nur 62, also. So, mittlerweile habe ich es raus. Okay, 1, 2, 10, 30, 40. 8. So. So, ich muss jetzt hier mal kurz gucken. Also hier kann man. Ah, hier kann man den Laden größer machen. Okay. Ah, und hier kann man dann. Okay, die kann ich nicht machen, weil ich die Vollversion nicht habe. Okay, aber eigentlich ist es eigentlich auch ganz geil, ne? Also, ich finde es geil, dass es auch so eine kleine Version gibt für die Leute, die nicht unbedingt Geld dafür ausgeben wollen. Also, ich finde, es ist wirklich ein geiles Spiel. Also, vielleicht überlege ich das doch vielleicht mal zu kaufen. Aber mal sehen. Ich finde es aber eigentlich eine geil, also ein geiler, geile Simulation ist das auf jeden Fall. Ich will jetzt auch Shed, sag ich mal. Ich will tatsächlich jetzt auch öfters Spiele spielen. Also neue Spiele spielen, weil ihr wisst ja vielleicht, dass öfters halt immer die gleichen kamen. Und man muss ja auch irgendwie was Neues haben. So, ich glaube, hier oben fehlt jetzt was, ne? Kann das sein? Die Eier? Ne, die habe ich. Toast, ne? Toast. Ja, Toast ist alle. Ah, und jetzt können wir das hier einfach so neu kaufen. Ich glaube, ich kaufe einfach nochmal alle drei Sachen. Und als neues Produkt auch noch Pasta. So. Pasta kommt hier unten hin. So, Herr, Sie müssten mal kurz warten. Ich muss hier mal kurz die Nudeln hier reinstellen. Wir haben ja keine Mitarbeiter und wir können auch keine einstellen, weil ich die Vollversion nicht habe. So, 1, 2, 3, 4. 75, 76, 77, 78. Tschüss. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Besuchen Sie uns auf jeden Fall wieder. So. Ja, packe ich die halt dahin. So. Ich glaube, man kann diese Kisten auch irgendwie droppen, habe ich gesehen. Weiß ich aber jetzt nicht ganz. Packe ich die halt einfach hier neben, dann kann man die dann halt einfach da so hinpacken. Kassieren wir die jetzt hier erstmal. 1, 2, 3. Oh, einer zu viel. Oh. So, jetzt wollen sie es hier aber wissen, ey. Okay. Und jetzt noch hier die Toastscheiben, die hier oben hingehören. Die sind nämlich auch leer. So. Okay, wir haben schon 13 Leute hier gedingt. Was ist das ja eigentlich? Wow, man kann die Lichter machen. Oh. Das ist natürlich geil, ne? Aber warum kann man hier Licht? Oh, es leckt. Aber warum kann man dann Licht kaufen? Das verstehe ich nicht ganz. Egal. So, warten wir hier einfach mal an der Kasse, wie es jeder Mensch machen tut. Wenn die wenn die hier kaufen. Ah, da musst du gar nichts bezahlen hier. Wechselgeld braucht er gar nicht. Aber ich würde sagen, wir brauchen ja erstmal eine Lizenz, ne? Also noch brauchen wir nichts. Also ich glaube, wir müssen erstmal hier einfach nur die ganze Zeit erstmal abkassieren, bis wir halt die nächste Aufgabe kriegen. Ja. Jetzt wird es auf jeden Fall voller, ne? Ja, 6 Uhr. Da kaufen einige Leute ein. Ich glaube, das ist auch so in Amerika gemacht, dieses Spiel, oder ist das deutsch? Klärt mich mal bitte auf. I can't find Pasta. Ist Pasta leer? Wie schnell ging denn Pasta leer? Ah, ich kaufe das halt einfach nach, so. Also das ging echt schnell leer. Dann nee, sie warten jetzt. Ich muss hier wieder Pasta hier reinpacken. Die Leute beschweren sich schon. Und das finde ich natürlich nicht geil. So. Der beschwert sich nicht. Das ist doch gut. Turn on the lights using the switch on the wall. Habe ich doch schon. So. 19, 20.
Okay, noch 7 Leute und dann habe ich auch die Aufgabe erledigt. Ich würde sagen, wir machen auch noch die 7 Leute. Ja, die braucht sogar kein Wechselgeld. Tschüss. So. Hallo. Einmal das, perfekt. So. Ihr Wechselgeld ist 85 Euro. Kriegen Sie natürlich auch. Bitte sehr, tschüss. So, jetzt sind hier nur noch 5, die fehlen. Und dann haben wir es geschafft. So, wie teuer ist denn die Lizenz eigentlich? Na, 125. Alles klar. Man muss halt auch immer gucken. Toast ist beispielsweise noch da. Ah ja. Oh. Ja, wir tun hier auf jeden Fall hier noch Ding 10, 30, 40, 6, 7, 8, 9. So, und der hat das letzte Toast gekauft. So, dann kaufe ich doch mal kurz Toast nochmal neu. Wo ist denn hier das? Da. Close. Ah, oh, ernsthaft jetzt? Muss ich den Tag hier beenden? Ah, haben wir Minus. Ah, wir haben 3,80 € plus gemacht. Your daily bills starting today. Make sure to pay the bills using. Okay, also man muss auch irgendwie Sachen bezahlen. Wir öffnen natürlich direkt. So, und kaufen wir auch erstmal das hier direkt, dass wir wieder Toast haben. So, Pasta und sowas haben wir noch alles. Also das brauchen wir erstmal nicht. Ich mache jetzt auch erstmal nur weiter, bis wir die drei Menschen hier noch abkassiert haben. So, da kommt sogar der erste morgen. Da kommt der erste, der hier war. Mann, ich drücke ihm auf, aus Versehen auf Escape. Will ich aber gar nicht. Hallo. Vielen Dank. 8, 9. So, tschüss. Schönen Tag noch. Man muss ja auch hier nett sein in meinem Laden, ne? Ich bin ja hier der Chef von dem Ganzen. Ja. So. 78 Cent. Tschüss. So, ein noch und dann habe ich es endlich geschafft mit dem Ganzen. Da kommt auch der letzte Kunde für dieses Video heute. Und der kauft Cornflakes. Boah, du wirst aber gierig. 3 Stück. 10, 30. Oh, nein. 85, 86. Tschüss, schönen Tag noch. Leute, wir haben es geschafft. Scheiß Produkt, Lizenz, using. Okay, jetzt sollen wir eine Lizenz kaufen. Weißt du, wisst ihr was? Das machen wir auch noch. Denn da kommt nämlich der Kunde schon. Die Frage ist jetzt natürlich. Ich hoffe mal, dass die Produkte reichen. Aber wisst ihr was? Wir kaufen die Lizenz erst im nächsten Video. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videoschau schon verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ja, habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Und ciao, ciao.